sitzt auf einem großen Stein. Hinter dir ist der Waldrand und du lauschst dem Rauschen der Blätter, die sich sanft im Wind bewegen, und dem fröhlichen Gesang der Vögel. Alle Widrigkeiten und Gedanken treten in den Hintergrund. Dein Bewusstsein ist allein auf die Sinne deines Körpers konzentriert. Nur fühlen, hören, sehen, riechen und schmecken. Der Stein, auf dem du sitzt, ist angenehm warm. Er hat die Strahlen der Frühsommersonne eingefangen und teilt die Wärme mit deiner Haut. Du legst die Hände links und rechts neben dich auf die angenehme raue Oberfläche und genießt das wärmende Gefühl in deinen Handflächen. Vor dir breitet sich eine Lichtung aus und dein Blick verfängt sich in saftig-grünem Gras, in den Blumen, die in Gelb, Rot, Weiß und Violett schimmern. Die sanften Farben und der Geruch von noch leicht nasser Erde beruhigen deine Seele. Es zählt gerade nur der Moment, in dem du diese Erfahrung genießt. Zwischen den Gräsern kannst du beschäftigt fliegende Insekten erkennen und du hörst ihren beruhigenden Summen zu. Du bist umgeben von sanften Eindrücken, die du tief in dich einsaugst. Die Luft ist so klar und frisch, dass du tief einatmest und das Aroma der Natur schmecken kannst. Es tut deiner Seele gut. Der Boden unter dir ist leicht mit Moos bedeckt und du bekommst Lust, deine Schuhe auszuziehen und die weichen Pflanzen mit deinen Fußsohlen zu berühren. Befreist deine Füße aus deinen leichten weißen Sneakers, die du neben dich auf den Stein stellst und fühlst das Moos unter deinen Füßen. Du spürst die Weichheit, spürst die Erde, kannst die Energie, die in dich einströmt, fühlen. Für einen Moment verlierst du dich darin und nimmst es vollständig auf. Dein Blick wandert langsam über die Wiese, dann über den moosbedeckten smaragdgrünen Boden, bis hin zur Oberfläche deines Steins, auf dem du sitzt. Die Sonnenstrahlen spielen mit dem Glimmer des Granits und funkeln freundlich zu dir zurück. Du beobachtest dieses Lichtspiel eine Weile. Dann stehst du auf und fühlst die Energie stärker als zuvor. Ist so angenehm weich und du willst barfuß darauf laufen, alle Gefühle pur in dich aufnehmen. Du beginnst deinen Weg und wanderst langsam über die wunderschöne Wiese, beide Arme leicht ausgestreckt, um die Berührung der Gräser
und Blüten um dich herum in den Fingern zu spüren. Auf deinem Weg siehst du Grashüpfer, die vor dir herspringen, als würden sie dir den Weg zeigen. Ein dunkles Fellknäuel summt um deinen Kopf herum und du erkennst eine kleine dicke Hummel. Sie lässt dich lächelnd deinen Weg weiterziehen. Zwischen den weißen Blütendolden einer Schafgarbe kannst du ein wunderschönes, rundgesponnenes Spinnnetz erkennen. In ihm befinden sich noch einige Tautropfen, Reste des vergangenen Morgens. Die Luft um dich herum spendet dir eine wärmende Kraft, die mit jedem Atemzug stärker wird. Die Düfte der Blüten und der Kräuter, die sich zwischen den Gräsern am Boden verstecken. Deine Lust, alles zu erkunden, wird immer stärker und du sammelst alle Bilder und Eindrücke in deinem Unterbewusstsein, speicherst die Schönheit für immer in dir ab. Sie werden zur Quelle deiner inneren Kraft. Deine Erdung. Nur du bist auf dieser Wiese. Doch du fühlst dich nicht alleine. Du fühlst dich willkommen und geborgen. Alles lädt dich ein, weiterzugehen und diese Welt zu erfahren. Fortsetzend spürst du die Sonne auf deinem Scheitel. Mit der rechten Hand fährst du dir durch die Haare. Sie sind weich und warm. Du siehst es als Geschenk der Sonne an dich an und musst wieder lächeln. Ein Geräusch lenkt dich ab. Irgendwo in der Nähe plätschert leise Wasser. Du willst wissen, was es ist. Du gehst in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Nicht weit von dir entdeckst du ein Bächlein. Es ist nicht sehr tief und nicht breit, aber sein Wasser ist so klar, dass du den Sand und die schönen Kiesel am Grund sehen kannst. An einigen Stellen wiegen sich die saftig grünen Wasserpflanzen leicht in der Strömung mit. Wo kommt das Bächlein her? Du willst es herausfinden. Und der Bachlauf führt dich in Richtung Wald zurück. Die frische Luft des Waldes und der Schatten seiner Bäume werden dir gut tun. Dein Weg führt dich am lustig sprudelnden Wasser entlang und der Waldrand ist nicht mehr weit. Eine kleine Feldmaus springt dir in den Weg und mustert dich neugierig mit ihren dunklen Augen. Sie weiß, du bist keine Gefahr. Sie gehört zu dem großen Ganzen, das gerade seine Energie mit dir teilt. Du gehst weiter mit dem Wunsch, dass die kleine Maus noch einen schönen Tag verbringt
Am Waldrand siehst du, dass dein kleiner Bach aus einer größeren Quelle gespeist werden muss, von der mehrere kleine Bäche abgehen. Du berührst mit deinen Füßen den Boden, der langsam vom Gras zu Waldboden übergeht. Das abgefallene Laub und das Moos geben leicht unter dir nach. Der Weg führt dich tiefer in den Wald hinein. Es geht leicht bergauf. Und der stärker werdende Wasserlauf rauscht angenehm in deinen Ohren. Im Bachbett ist Geröll, das den Weg des Wassers bestimmt. Ein Eisvogel fliegt über dich hinweg und landet auf einem Baum links des Pfades von dir. Du bewunderst die Farben seines Federkleids, die satten Blautöne und das Rotbraun seiner Federn harmonieren wunderschön miteinander. Er fliegt weiter in die Richtung, aus der der Waldbach kommt, als würde er dich einladen, ihm zu folgen. Der Wald wird immer dichter. Zwischen den Bäumen sind mit Moos und Flechten bewachsene Felsen. Alles gibt dieser Umgebung etwas Verzaubertes, Mystisches. Das Klopfen eines Spechtes ist zu hören. Dein Blick wandert nach oben in die Baumkronen. Und das Sonnenlicht bricht sich in kleine funkelnden Strahlen durch das sich wiegende Blätterdach. Weiter bergauf steht eine große alte Eiche. Wie alt sie wohl ist. Ein Teil des Bachs bindet sich zwischen ihren Wurzeln hindurch und bildet mit den Felsen kleine Wasserkaskaden. Dort sitzt nun auch der kleine Eisvogel und wartet auf dich. Es macht den Anschein, als würde er dir noch mehr zeigen wollen. Der Vogel setzt seinen Flug fort und du gehst ihm weiter hinterher. Den Wildbach entlang. Um dich herum wird es immer dunkler. Die Baumkronen sind so dicht. In dir breitet sich ein Gefühl aus, als würdest du in einer großen Kathedrale wandern. Und du bewunderst diese Atmosphäre, diese großen alten Bäume um dich herum ausstrahlen. Unterschiedlichen Bäume, die Strukturen der Rinden, die unterschiedlichen Blattformen, die Grüntöne dieser Blätter. Als wäre diese Kathedrale aus Smaragden erbaut. Von Weitem ist ein grünes Licht zu erkennen. Scheint der Wildbach zu entspringen und du gehst darauf zu, in freudiger Erwartung ein Geheimnis zu lüften. Inmitten einer Lichtung befindet sich ein kleiner Teich, umsäumt von Gestein und Wurzelwerk. Auf der gegenüberliegenden Seite erkennst du die sprudelnde Quelle, die aus dem Hang fließt und den Wildbach speist. Schwimmen silberne Fische umher. Da das Wasser des Teiches so klar und rein ist, scheint es, die Fische würden in der Luft schweben.
tauchst in dieses grüne Leuchten ein und genießt den Anblick des natürlichen Wasserbeckens. Um das klare Wasser auf deine Haut zu spüren, setzt du dich ans Ufer. Dort geht weiches Moos in den sandigen Grund des Teichs über. Deine Hand taucht in das Wasser und während du sie bewegst, entdeckst du am Boden kleine Kristalle. Sie schimmern in allen möglichen Farben. Während du deine Hand wieder aus dem Wasser ziehst, nimmst du einige dieser Edelsteine mit auf. Du hältst sie in deiner Handfläche und betrachtest sie lange und aufmerksam. Das Wasser hat sie über Jahrhunderte geschliffen. Du bewegst deine Finger und beobachtest, wie die klaren, glatten Edelsteine über deine Hand gleiten und das wenige Sonnenlicht reflektieren. Die Schönheit der Farben und die Art, wie sie sich auf der Haut anfühlen, tun dir gut. Eine angenehme Müdigkeit überkommt dich und du lehnst dich zurück. Der Waldboden, auf dem du liegst, gibt dir angenehmen Halt und du blickst in die Baumkrone über dir. Du hast die Gewissheit, sanft und behütet einschlummern zu können. Deine Gedanken ziehen an dir vorüber, wie die Wolken, die kaum durch das Blätterdach zu erkennen sind. Die Erfahrungen deines Weges, das Bächlein und dein bequemes Waldbett entspannen und befreien dich von dem alltäglichen Stress. Du lässt dich gerne in einen Schlummer fallen. Die warme Luft des Frühsommers spendet dir Behaglichkeit. Mit geschlossenen Augen lauschst du den Geräuschen des Waldes und genießt den Moment. Du bist sicher und gewiss. Du hast deine Kraftquelle erreicht.